Herzlich willkommen zum Bayer de Palma Kompakt. Tag und Nacht am Ballermann. Ja, sind wir wieder losbar. Im Excel-Fieber. Ich hab bei der Fieber in meiner Aufküche. Ich kann die Beta-Bahn. Wir sind Playa Unica. Malle jedes Jahr. Alter Schwede, wir haben gleich 15 Uhr und es ist am Schütten und am Schütten und am Schütten. Kein schönes Wetter hier auf Mallorca im Moment. Herzlich willkommen zu Playa de Palma Kompakt, Tag und Nacht am Ballermann. Heute ist Dienstag, der 23. April 2024. Wir sind wieder unterwegs auf Mallorca an der Playa de Palma bei rund, ja, aktuell zeigt es mir 12 Grad an. Schätze mal, die Maximaltemperatur wird nachher noch bis auf 14 Grad hochgehen. Und ja, wie man hier sieht, sind einige Pfützen. Es hat noch vorhin ordentlich geschüttet. Ja, war bislang kein so schöner Tag, aber jetzt kommt die Sonne so langsam raus. Und ja, die Insel braucht halt auch ein bisschen Regen, von daher macht es nichts. Gestern hat es ja auch geregnet, zumindest war es zum Bierkönig Opening. Sehr schönes Wetter, da kann es auch mal jetzt ein bisschen was regnen. Ja, mit 14 Grad ist es in der Sonne angenehm noch, aber ja, vorhin war es am Regnen und auf dem Balkon, wenn da ein bisschen Wind wehte, da war schon ein bisschen frisch. Aber die Temperaturen steigen jetzt wieder von Tag zu Tag an, erreichen dann mal wieder bis 20 Grad. Es ist halt immer noch April und der April macht, was er will, auch hier auf Mallorca. Ja, jetzt haben wir Tag 2 nach dem großen Bierkönig Opening. Moment, hier sind die Ballpfützen. Ja, man hat gestern schon gemerkt, es ist deutlich ruhiger geworden hier an der Playa. Ich war im Bierkönig drin, im Megapark drin. War zwar alles voll, gut gefüllt, aber man hat schon deutlich gespürt, auch an der Playa draußen. Es laufen nicht mehr so viele Leute rum, aber das wird sich mit Sicherheit so ab Donnerstag, Freitag wieder ändern, weil dann hat der Megapark sein großes Opening und dann wird es wieder voller hier. Ja, mal schauen, was heute hier so passiert. Mein Plan ist jetzt erstmal heute Abend um 8 Uhr zum Peter Wackel zu gehen in den Bierkönig. Was haben wir sonst an Auftritten? Ein Moment, Spickzettel. Um 12 Uhr hatten wir den Asphalt-Anton. Also wir haben mittlerweile, was haben wir jetzt? 16.19 Uhr. Ja, um 12 Uhr hatten wir den Asphalt-Anton im Bierkönig, dann um 17 Uhr die Zipfelbuben. Dann wie gesagt der Peter Wackel um 20 Uhr und um 1 Uhr ist dann Tim Topé auf der Bühne. Dann heute im Megapark war um 12 Uhr Minirock. Um 17 Uhr Lukas Kodalis, 20.30 Uhr Nino De Angelo. Und um 22:30 der Almklausi. In der MK-Arena ist heute Jana Klar, Prinz Playa und Andi Bar. Oberbayern habe ich noch keine Info. Muss ich gleich mal vorbeilaufen. Ja, das war jetzt der Start in den Tag. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Wir laufen noch ein bisschen hier rum, noch ein bisschen die Sonne genießen. Und dann würde ich sagen, Grüße gehen raus an alle. Ja, wir sind jetzt gerade hier auf dem Weg Richtung Arenal und man sieht, da hinten sind noch ein paar Regenwolken, aber die verziehen sich gerade.
rein, alles gut. Servus! Wie geht's? Ey, die hab ich doch geschrieben. Hast du mir? Wann denn? Ja, jetzt gerade eben. Oder so. Achso, nee, ja. Gestern. Ja. Mit dir geschrieben hab. Ja. Geh mal morgen Latino Bar, Killer Michel. Morgen? Ja? Ist der morgen da, ja? Ja? Ja. Killer Michel. Dann sehen wir uns am Killer Michel. Geh mal Latino Bar. Ja. Dann sehen wir uns morgen. Definitiv. Hau rein. Ja, wir sehen uns. Bis morgen. Mach's gut. Morgen der Killer Michel wieder. Ah, okay. Ja. Ja, manchmal habe ich auch Infos. Beziehungsweise haben andere die Infos vor mir. Das heißt dann auch, der Killer müsste dann morgen in der MK-Arena auftreten. Also gehe ich mal von aus. Ja, dann können wir ja eventuell dann morgen mal zum Killer gehen. Aber jetzt gleich schauen wir erstmal, wer heute im Oberbayern auftritt. Ja, das Oberbayern hatte jetzt auch am Wochenende sein Opening. Unter anderem mit Icke Hüftgold am Samstag. Und der Laden, der war brechend voll. So voll habe ich den noch nie gesehen. Ich bin da so ungefähr eine Stunde vorm Auftritt rein. Und schon am Eingang unten standen die Leute. Das war wirklich sehr, sehr voll. Rüber zum Oberbayern. Also heute DJ Düse, Melanie Müller, Eileen Sager und im Bolero Stefan Mischer. Also drei bzw. vier Auftritte heute da unten. Hier kommen sie auch immer weiter voran. Dürfte nicht mehr lange dauern.
Alessio. Ja, Hauptsache mir geht's gut. Hauptsache dir geht's gut. Alessio, sehr feiner Kerl. Promoter am Megapark. So, dann machen wir jetzt hier mal einen kleinen Break und dann geht's später weiter. 18.10 Uhr mal hier Richtung Ballermann 1 gelaufen. Wollte mal gucken, wie der Strand aussieht. Ja, ist immer noch nicht so einladend, aber ein bisschen wird schon sauber gemacht. Da hinten sieht man wahrscheinlich einen kleinen Hügel. Also sauber gemacht wird hier schon, aber ich schätze mal, bis das hier alles wieder komplett ist, wird noch ein bisschen was dauern. Ja, aber das Müffel auch wieder ein kleines bisschen. Also mal sehen, wann er wieder komplett sauber ist. Ja, hier sind wir jetzt gerade am Hotel Dunas Blancas. Die sind immer noch nicht fertig. Wird immer noch schwer gearbeitet. Gucken wir uns mal das Ganze von vorne an. Ja, jetzt sind wir vorne am Dunas Blancas, zumindest der Eingangsbereich und die Front hier soweit fertig. War echt lange Baustelle. Ja, und dann laufen wir jetzt mal ein bisschen über die zweite Linie und schauen, was hier so los ist. Thank you.
Bielefelder Pilzstübchen. Ja, gestern war wieder Knobeln, aber ich hatte leider keine Zeit. Ich habe es nicht geschafft. Und ich glaube, ich hatte gesagt, Lukas Cordalis ist heute um 17 Uhr im Megapark, aber hier steht es auf dem Plakat Luna. Vielleicht wurde da was geändert. I don't know. Ja, hier immer noch so ein kleines bisschen Baustelle. Vorne sind sie auch noch am Arbeiten, wie wir gesehen haben. Aber sieht schon fast fertig aus. Steht jetzt gerade drauf, 18 Grad haben wir sogar. So, angekommen an der Schingenstraße, sind noch ein paar Leute da, aber da gehen wir erst später hin. Ich bin jetzt erstmal auf dem Weg ins Latino, bin verabredet und dann geht's dann nachher in den Bierkönig zum Peter Wackel.
20.04 Uhr. Wir sind angekommen in der Schingenstraße. Und jetzt geht's rein zu Peter Wackel in den neuen Bereich